Als nächstes ein Titelkampf im Leichtgewicht zwischen Rafael dos Anjos und Conor Notorious McGregor. Bereit ins Oktagon zu treten und alles dafür zu tun, um hier mit dem Titel im Leichtgewicht nach Hause zu gehen. Wir haben schon erlebt, dass er lange auf dem Rücken war und den Kampf trotzdem noch drehen konnte. Es ist gerade diese erstklassige Takedown-Defense, die ihn so gefährlich macht. Da vergeuden viele Gegner schlichtweg ihre Energie. Er betritt hier das Oktagon, um es mit dem Gürtel wieder zu verlassen. Ja, was war das für ein Fight 2012? Als Rafael dos Anjos den amtierenden Champion Anthony Pettis besiegen konnte. Ja. Und seither geht es mit seiner Karriere ja immer weiter steil bergauf. Er hat es nicht leicht in seiner Gewichtsklasse. Da wimmelt es wirklich von absoluten Klassekämpfern. Aber er kann sich immer wieder behaupten. Das ist wirklich beeindruckend. Er hat es natürlich nicht leicht in dieser Gewichtsklasse. Da wimmelt es ja nur so von absoluten Weltklasse-Leuten. Ja, aber er hat sich trotzdem durchgesetzt. Da kann ich nur meinen Hut ziehen. Der gehört heute ohne Frage zu den Allerbesten. Der Rafael dos Anjos. Werfen wir einen Blick auf die Profile der beiden Kämpfer in unserem Hauptkampf. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge, Mario Yamazaki. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the Air Canada Center in Toronto, Canada. Man is a mixed martial artist holding professional record of 23 wins, 7 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, presenting the challenger, the notorious Conor McGregor! And now introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a grappler, holding a professional record of 33 wins, 7 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world, Rafael dos Anjos. Championship out. I want you guys to do a clean fight. Follow my orders at all times. Defend yourself at all times. Good luck tonight. Touch ja, die machen gleich da weiter, wo sie gestern beim Wiegen aufgehört haben. Es kann losgehen. Rafael dos Anjos. Conor McGregor. Es geht los. Ja, den Kick steckt er nicht so leicht weg. Ja, der Haken sitzt. Starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Oh, er scheint benommen zu sein. Das ist das Ende. Der Kampf ist vorbei.
Hier war von Anfang an zu erkennen, wie heiß er war. Er wollte den Sieg unbedingt und genauso ist er auch aufgetreten. Wirklich beeindruckend. Da kommt die Wiederholung. Sehen wir uns diesen harten Kick nochmal an. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 38 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and new UFC lightweight champion of the world, the notorious Conor McGregor. Seine Karriere ist damit zu Ende und es ist wirklich schade, dass es in diesem letzten Kampf nicht nochmal zu einem Sieg gereicht hat.